Hallo zusammen, willkommen hier zu Krattig auf der Frühlingswiese. Im heutigen Video geht es um das Allerwichtigste der Fotografie. Und hier ist natürlich klar, nein, das ist nicht unsere teure Kamera, sondern das Allerwichtigste der Fotografie ist das, was hier ringsherum ist. Schon nicht die Natur, die hat natürlich auch damit zu tun, aber das Licht. Ohne Licht kein Foto. Fotografieren ist malen mit Licht. Und heute geht es vor allem darum, wie kann die Richtung vom Licht unser Bild beeinflussen? Ob nämlich Licht von vorne kommt, vor allem graues und helles Licht, oder ob es von Seite kommt, oder ob ich sogar im Gegenlicht fotografiere, das ändert die Wirkung und auch die Herausforderungen an meine Bilder enorm. Und ja, und auch wenn ich jetzt aus dem grauen Sonnenlicht mal rausgehe und die Schatten, dann ändert sich trotzdem zwar einiges, das Licht wird viel weniger hart, aber trotzdem habe ich immer noch Gegenlichtsituationen oder ich kann eben auf ein Seitenlicht gehen, wo das Licht eher von hier kommt. Ich sehe sofort, die Seite von meinem Gesicht wird heller, die eher dunkler. Oder ich kann eben auch in eine sogenannte Mittlichtsituation hineingehen, wo es eigentlich hinter mir dunkler ist und das Licht schön von vorne auf mich scheint. Ich möchte dir heute anhand von ein paar Bildern aus meinem Archiv zeigen, wie du die Richtungen vom Licht kannst perfekt ausnutzen. Was hat welche Wirkung, wenn brauchst du was, auf was musst du achten, was ist wenn geeignet, was ist wenn besser oder eben auch weniger und wie kannst du auf die einzelnen verschiedenen Lichtrichtungen und Situationen optimal reagieren und das Optimum in deinen Bildern rausholen. Um das geht es heute in diesem Video. Wenn dich das interessiert, bleib gerne dran. Wenn es dir gefällt, nicht den hier vergessen, meinem Kanal folgen. Merci fürs dabei sein und viel Spass beim selber ausprobieren. Bleib dran beim heutigen Video. Bevor wir über die Wirkung der einzelnen Lichtrichtungen anfangen zu reden, ist es zuerst aber wichtig, dass wir zuerst einmal Begriffe klären und dass wir alle vom Gleichen reden. Wir reden immer von drei Sachen. Wir haben einerseits eine Lichtquelle, die hier durch ein LED-Panel dargestellt ist. Wir haben die Fotografin oder Fotograf hier in der Mitte und wir haben ein Motiv. Ob unser Motiv eine Person ist, ein Blümchen, eine Landschaft, das spielt grundsätzlich keine Rolle. Wichtig ist, dass wir bei unseren Lichtrichtungen immer aus der Sicht von der Fotografin oder vom Fotograf reden. Diese Situation hier als erstes ist ein sogenanntes Mitlicht. Das heisst, die Lichtquelle ist hinter der Kamera und tut unser Motiv frontal anleuchten. Also wir haben wirklich eine Richtung, Licht, Kamera, Motiv. Das ist eigentlich mal die erste grundlegende Lichtrichtung. Wenn wir das Ganze umdrehen und unsere Lichtquelle auf die andere Seite nehmen, hinter das Motiv, dann reden wir wieder aus Sicht von der Kamera oder von uns als Fotograf von einem sogenannten Gegenlicht. Und alles, was dazwischen ist, wenn die Lichtquelle seitlich oder leicht seitlich auf unser Motiv leuchtet, dann können wir vereinfacht von einem Seitenlicht reden. Seitenlicht ist nicht immer rechtwinklig, sondern wir können zum Beispiel auch ein Mit-Seitenlicht, eine Mischung haben oder ein leichtes Seitengegenlicht. Aber grundsätzlich reden wir von Mitlicht, Seitenlicht und Gegenlicht und da nicht aus Sicht vom Motiv, sondern immer aus Sicht von uns als Fotograf. Das ist ganz wichtig und jetzt gehen wir weiter zu den Bildbeispielen und ich zeige dir, wenn das welches Licht am besten geeignet ist, wie du es ausnutzen kannst und wo dass du vielleicht auch aufpassen musst. Und da sind wir schon bei mir im Büro vor dem PC, da kann ich dir nämlich perfekt ein paar Bildbeispiele zeigen und die jeweilige Wirkung nicht nur erklären, sondern eben auch noch gerade anschaulich präsentieren. Also komm, Hurti, mit da zu mir in den Computer. Ja, die erste Lichtrichtung, die wir damit starten, ist
sogenannte Mitlicht. Nochmal zur Wiederholung. Wir haben die Lichtquelle im Rücken von der Fotografin oder vom Fotograf, wo Richtung Motiv schaut. Das heisst, unser Motiv wird da frontal beleuchtet. Und jetzt überleg dir zuerst mal ganz kurz, bevor wir weitergehen, was glaubst du jetzt, was hat das Licht für eine Wirkung? Wann würdest du es brauchen und wann eher nicht? Du vielleicht kurz auf die Pausentaste drücken und mach dir die Gedanken, bevor du dann nachher meine Ideen und meine Bildbeispiele dazu weiter anschaust. Also kurz überlegen, bevor du weiter schaust. Gut, du hast das sicher brav gemacht. Schauen wir mal, ob du auf die gleichen Lösungen bist gekommen wie ich. Hier habe ich dir ein paar Porträts als Beispiel, weil da sieht man das wunderbar eigentlich, wie man das mit Licht ausnutzen kann. Und du siehst es an den Gesichtern an. Ich habe hier eigentlich dreimal die Bilder mit dem farbigen Hintergrund, die sind alle für aussen mit natürlichem Licht, eigentlich sogenannte offene Schatten. Und das vierte Bild hier, das ist in einem Raum mit einem Fensterlicht, mit einem schwarzen Tuch im Hintergrund. Also ebenfalls natürliches Licht, keines von diesen Bildern ist blitzend. Und wenn du die Bilder jetzt anschaust, merkst du sicher sofort, was eben das Licht für Vor- und Nachteile hat. Und die habe ich da mal so ein bisschen aufgelistet. Also mit Licht, wenn ich etwas klar und deutlich zeigen, mein Motiv wirklich die Hauptsache ist von meinem Bild, der kann mit Licht eine geeignete Lichtform sein. Wenn wir nochmal zurückgehen, da zum zweiten Punkt, dass der Vordergrund heller ist als der Hintergrund. Das ist zum Beispiel so bei all diesen Bildern. Also das Motiv ist näher eigentlich an Lichtquellen, dort wo es eben offen ist oder wo das Fenster ist und der Hintergrund wird dunkler. Ich kann also mein Motiv abheben gegenüber dem Hintergrund durch einen Unterschied von der Helligkeit. Und für alle, die immer das Gefühl haben, sie sehen auf Bildern älter aus, als sie sich fühlen, wenn du so Leute hast, die gerne jung aussehen, dann ist mit Licht auch etwas Tolles. Da bei meinen jungen Leuten, Kindern oder jungen Leuten, dort ist das noch nicht so ein Thema. Wenn wir aber Leute haben, die schon ein bisschen älter sind und gerne ein bisschen jünger wirken, dann ist mit Licht ebenfalls deine erste Wahl, weil es gibt schöne, helle, reine Haut. Falten sieht man nicht. Man sieht im Gesicht ja eigentlich nicht die Falten bei einem Menschen, sondern die Schatten, die in diesen Falten entstehen. Und wenn ich Mitlicht brauche, dann werden die Falten aufgehellt und sind das deutlich weniger sichtbar. Mitlicht hat aber auch Nachteile. Es kann nämlich so ein bisschen langweilig wirken. Es ist halt alles ganz gleichmäßig ausgeleuchtet und das ist meistens auch nicht wahnsinnig spannend. Und es entsteht dadurch auch eine flache Bildwirkung. Gerade bei Landschaften zum Beispiel, wenn du schroffe Felsen, Berge hast und die im Mitlicht fotografierst, dann wirken die Berge flach und man sieht die Felsen und das Rauchen vom Berg kann man gar nicht erkennen und dort ist es ein Nachteil. Also gerade bei Landschaftsfotos ist Mitlicht häufig nicht wahnsinnig interessant. Dort ist es sicher nicht die erste Wahl, meistens, sage ich jetzt mal. Genau, es ist sicher eher ein Porträtlicht, aber auch dort. Oder wenn du schön willst, gleichmäßig ausleuchten, super, aber es gibt sicher nicht wahnsinnig spannende Porträts. Gut, wir gehen weiter zum Gegenlicht. Und ich kann schon jetzt verraten, das ist mein Lieblingslicht, das ich sehr häufig verwende. Und warum sehen wir den gerade? Also Gegenlicht heisst, Aussicht von der Kamera, von der Fotografin, vom Fotograf kommt zuerst das Motiv und hinter dem Motiv ist unsere Lichtquelle, zum Beispiel die Sonne. Auch hier wieder, nimm dir einen kurzen Moment Zeit, Pausentaste und überleg, wann würdest du Gegenlicht brauchen, Vorteile, Nachteile. Kurz überlegen, bevor du nachher meine Bildbeispiele siehst. Gut, auch hier bin ich wieder gespannt, ob du auf die
gleiche Idee bist gekommen wie ich. Wir gehen da zu meinen Bildern. Und ja, da habe ich jetzt eigentlich Bilder aus, nein, nicht alles, aber von draussen oder auch einmal in einem Raum innen ein Bild, sonst alle sind draussen. Die zwei oberen mit natürlichem Licht, das im Raum innen auch. Und beim vierten Bild habe ich mit einem Blitz noch aufgehellt, da hier. Weil sonst bei diesem krassen Nachmittagslicht hier hätten wir ganz sicher da nur Silhouetten von den Personen und die Gesichter wären nicht hell. Genau. Ja, und was hat denn jetzt das Gegenlicht für Vor- und Nachteile? Also wenn man zurückgeht noch einmal, es gibt stimmungsvolle Bilder. Gerade wenn die Sonne flach steht, am Abend oder am Morgen, entsteht der Gegenlicht sehr eine stimmungsvolle Lichtstimmung. Das ist auch eigentlich der Hauptgrund, dass ich es sehr gerne habe. Es gibt auch ein sogenanntes Rimlight, das heisst, eigentlich das Motiv tut sich vom Hintergrund abheben. Wir sehen das hier zum Beispiel bei diesem Bild mit dem Ross, beim Ross selber und auch beim Modi, dass die Haare da hier, die bekommen so einen Schimmer vom Licht und durch das tut sich das Motiv vom Hintergrund abheben. Und das haben wir eigentlich bei all diesen Bildern, auch hier beim Schnee, es gibt da eine weisse Kante und er hebt sich vom Schatten hinten ab. Das kann ein Vorteil sein und bei Gegenlichtsituationen entsteht häufig bei offener Blende ein sehr schönes Bokeh. Zum Beispiel auch hier bei dem Wald, wo die Sonne hinten in die Bäume hineinscheint, haben wir da die schönen farbigen Kreisli. Bei den anderen Bildern ist die Blende zu weit zu, dort sehen wir das nicht. Aber bei offener Blende und Gegenlicht habe ich ein schönes Bokeh im Hintergrund. Nachteile von dieser Lichtsituation. Ja, häufig, gerade wenn die Sonne hoch steht, ein grosser Helligkeitsunterschied zwischen Vorder- und Hintergrund. Und zwar der Dynamikumfang von der Kamera kann das nicht immer ausgleichen. Kameras werden immer besser und können immer mehr und besser mit dem umgehen. Aber eigentlich der Dynamikumfang ist schwierig. Unterschied zwischen hell und dunkel. Und das kann es dann eben sein, dass zum Beispiel das Motiv, wenn ich eine Person Gegenlicht fotografiere, dass entweder der Person ganz dunkel wird oder dass mein Hintergrund, wenn ich die Person richtig belichte, dass mein Hintergrund so ein bisschen ausfrisst, viel zu hell wird. Also Gegenlicht, gerade bei grauem Tageslicht, sehr, sehr schwierig. Am Morgen oder am Abend, kurz vor Sonnenuntergang oder Aufgang, dann wird es einfacher. Nachteil, wo man aber auch je nachdem als Vorteil kann brauchen, es kann in der Linse so Flares geben, also so Blendenflecken, die im Bild innen sind und die sind manchmal schwierig zum Steuern. Ich kann die je nachdem auch als Stilmittel einsetzen, aber genau, die können so mein Bild so ein bisschen, Flecken drin geben, es kann so ein bisschen Unschärfe ins Bild hineingeben, das. Aber auch wieder das kann ein Stilmittel sein, das ist nicht zwingend ein Nachteil, ich muss es einfach im Kopf haben und damit können umgehen. Es ist anspruchsvoll für mich gegen Licht, eben gerade durch die Situation, es gibt viele Sachen, ich muss daran denken, ich muss schauen, dass nichts hell und dunkel wird und je nachdem muss ich in extremen Situationen sogar mein Motiv im Vordergrund aufhauen, wenn ich nicht will, dass mein Hintergrund zu hell wird. Also ein schwieriges Licht, nicht ganz einfach für Fotografie-Anfänger, aber wenn man mal lernt, damit umzugehen, ist es ein unglaublich tolles Licht, gerade in der Landschaftsfotografie, aber auch bei mir in Sportfotografie oder auch für Porträts. Aber dort eben, je nachdem, ist ein Blitz nötig. Ja, und wir kommen zur dritten Situation. Seitenlicht. Licht vor Seite, das ist sicher verständlich. Kamera auf das Motiv und das Licht kommt entweder im 90-Grad Winkel oder auch ein bisschen von hinten oder von vorne auf unser Motiv. Auch da wieder kurz Pausentaste drücken und überlegen, wie wirkt euch das, wann brauche ich es, was sind Vor- und Nachteile. Und da habe ich schon ein paar Bildbeispiele. Man sieht es sofort, oder? Also hier zum Beispiel im Hasliberg, wenn ich da die wunderschönen Berge in die Richtung von Grindelwald anschaue, der Eiger und das Wetterhorn, und da ein Seitenlicht drin habe, man sieht es da auch an den Schatten.
Schatten, bei den Tannen und beim Häusli. Und diese Berge wirken jetzt natürlich wirklich eben so schroff und kantig, wie sie sind, weil eben eine Seite hell ist, die andere dunkel. Durch das überkomme ich den Kontrast rein. Wenn das Licht hier gerade von vorne aus meinem Rücken kommt, wird die Szene viel, viel langweiliger wirken. Auch dann sind die Berge schön, aber natürlich wirkt es ganz flach. Aber auch bei Personen kann ich das brauchen. Ich kann es natürlich ins Extrem tun, hier mit einem Fensterlicht, dass ein Teil von der Person eigentlich richtig im Schatten versinkt. Das wird spannend. Das ist wieder so ein bisschen Geschmackssache. Oder? Ich muss schauen, wie ich damit umgehe. Was ist im Licht und was nicht. Zum Beispiel bei Gesichtern ist das sehr heikel. Aber es kann sehr spannend wirken. Auch hier hat es die Betonung mit dem Licht auf dem Auge. Und ich habe die Kontur da in diesem Mantel innen. Wenn da das Licht gerade drauf richten würde, dann wäre das eigentlich sehr langweilig. Und hier wollte ich ja gerade die Falten und Konturen, damit Spannung in das Bild reinkommt. Bei Personen und Landschaften eben hier habe ich auch wieder hinten, bei den Bergen sehe ich eben so ein bisschen die Unterschiede. Bei Personen ist es aber heikel, oder? Da muss ich immer so ein bisschen aufpassen, wenn ich zum Beispiel das Gesicht eben gegen das Licht habe, dann ist es gefährlich, dass man dann plötzlich die Augen zudrückt und es kann auch wüste Schatten geben. Jetzt in einem Bild danach ist das nicht so schlimm, aber wenn ich danach am Gesicht bin, dann muss ich aufpassen. Also hier nochmal die Zusammenfassung. Vorteil ist wirklich an Kontrast vorheben. Das kann aber eben auch ein Nachteil sein, wenn jemand plötzlich älter aussieht, als die Person sich fühlt. Konturen werden betont. Wenn ich das will, ist Seitenlicht richtig. Und eben bei Porträts muss ich sehr aufpassen. Es kann sehr spannend wirken. Es gibt aber einfach harte Schatten. Wenn ich die nicht will, dann muss ich sehr, sehr vorsichtig sein mit dem Seitenlicht. Ja, das wäre wirklich so eine kurze Zusammenfassung. Man könnte sicher noch viel mehr dazu sagen und genauer ins Detail gehen, aber tu doch selber bei deinen Bildern mal schauen, was habe ich für eine Lichtsituation und wie wirkt die, und probiere auch bewusst beim Fotografieren das auszunutzen. Das kann man nicht immer, Berge kann man nicht verschieben, aber man kann selber je nachdem zum Beispiel seinen Standort wechseln, man kann eine andere Tageszeit wählen, wenn das irgendwie möglich ist. Und gerade bei Personen kann man zum Beispiel die Person oder sich bewegen und die Richtung vom Licht so beeinflussen. Ja, merci vielmals für dein Interesse. Zum Schluss jetzt von diesem Video zeige ich dir nochmal eine kleine Reihe von Bilder zu jeder Lichtrichtung, wo du wirklich nochmal das kannst auf dich wirken und schauen, wie sieht jetzt das genau aus, wann ist eben was geeignet und wann kann man was anwenden und wie wirkt das dann im fertigen Bild. Wenn es dir gefallen hat und etwas gebracht hat, sage ich merci vielmals für einen Daumen gegen oben. Folge meinem Kanal, wenn du es nicht schon gemacht hast, wenn du interessiert bist an weiteren Fototipps und Tricks und an meinen Projekten. Und dir wünsche ich ganz viel Spass an Fotografie, mindestens so viel wie mir, dann kommt es gut. Ja, schau gerne noch meine Bilder an, bleib dran und sonst bis zum nächsten Mal. Ciao!